Eiscafé Fabris am Kaiser-Otto-Platz kennt jeder in Steele und jeder war schon da. Mama, Papa und vielleicht schon Oma. Seit 1911 ist die Familie Fabris in Steele zu Hause und genauso lange werden die Gäste mit original italienischen Eisspezialitäten verwöhnt. Während sich die große Terrasse mitten auf dem zentralen Platz allmählich füllt und sich klein und groß entspannt den Leckereien zuwendet, geht es hinter der Eisdecke richtig zur Sache. Kaffeespezialitäten, Frühstück, selbstgemachtes Tiramisu, Milchshakes werden angeboten und natürlich die wunderbaren Eisvariationen. Eisbechern, genauso wie mit Klassikern, wie das beliebte Spaghetti-Eis. Angelo Fabris eröffnete 1911 die Eisdiele. In den alten Zeilen und in der Bochumer Straße wurden in den 50er und 60er Jahren schon die typisch italienischen Eisspezialitäten angeboten. In dritter Generation führt Gianni Fabris, ein echter Stelenser, die Tradition am Kaiser-Otto-Platz fort. Eiskonditor Min Pam ist schon seit 20 Jahren für die Herstellung der kalten Leckereien verantwortlich. Die original italienischen Rezepte werden in der Eisküche, wie in den alten Zeilen, mit viel Liebe und Sorgfalt umgesetzt. Und während die neue Rutsche Schokoeis fertig wird, vergisst so mancher kleiner Gast alles um sich herum und lässt es sich schmecken. Das Eiscafé Fabris ist ein fester Bestandteil des Essener Stadtteils und einfach Kult.